Unsere aktuelle Schätzung zeigt, dass der Sterling trotz der aktuellen Abwertung ziemlich überbewertet wird. Tim Davis, Fathom Consulting. In diesem Monat wird in Großbritannien das Brexit-Referendum passieren. Inwiefern wird dieses Ereignis das Sterling australischer Dollarpaar beeinflussen? Die Resultate des Brexit-Referendums werden entscheidend sein. Alle Umfrageergebnisse und Spekulationen werden den Pfund in der nahen Zukunft extrem stark beeinflussen. Die Erwartungen der Märkte, dass die antieuropäische Partei sich durchsetzen wird, liegt heute bei 28%, während diese Ziffer vor einigen Wochen noch bei 19% lag. Und das ist der wichtigste Faktor, der das Sterling australischer Dollarpaar in der letzten Zeit beeinflusst hat. In den kommenden Wochen werden wir eine ähnliche Tendenz beobachten. Während des Referendums am 23. Juni werden weitere Umfrageergebnisse veröffentlicht, die belegen werden, dass bei einigen Umfragen die Mehrheit für die antieuropäische Partei gestimmt hat. Im Falle eines Nicht-Austrittes wird der Pfund seine Positionen innerhalb kürzester Zeit rasch wieder aufrichten. Andernfalls würde das Sterling australische Dollarpaar 20% seines Wertes verlieren. Wie stark werden die Resultate des Brexit-Referendums dieses Paar innerhalb der kommenden 3 Monate beeinflussen? Das wird von den Ergebnissen abhängig sein. Im Falle eines Nicht-Austrittes wird der Wert dieses Paares steigen. Nach dem Ablauf dieser Zeitperiode, also nach 3 Monaten, werden auch fundamentale Wirtschaftsfaktoren ins Spiel treten. England wird nicht mehr so schnell wachsen wie in den letzten 3 oder 4 Jahren. Das Tempo des wirtschaftlichen Zuwachses wird sich definitiv verlangsamen, was wiederum auch den Pfund beeinflussen wird. Das Paar wird sich in den kommenden 3 Monaten nicht verändern, falls sich England für die Europäische Union entscheiden sollte. Andernfalls wird das Sterling-australische Dollarpaar in den kommenden 3 Monaten erheblich sinken. Wie wird sich dieses Paar im Lichte solcher Faktoren wie der wirtschaftliche Zuwachs, die Resultate des Referendums und veränderter politischer und Handelsbedingungen in den kommenden 12 Monaten verändern? Wie gesagt, alles wird von den Resultaten des Referendums abhängig sein. Im Falle eines Nicht-Austrittes wird der Pfund seine Positionen bezüglich des australischen Dollars nur etwas verstärken. Die australischen Märkte rechnen mit einer Leitzinssenkung im kommenden Jahr. Und dieser Meinung sind wir auch. Geldpolitische Veränderungen werden den australischen Dollar aber nur wenig beeinflussen. In England rechnen wir mit überhaupt keinen Zinsveränderungen. Vieles wird also von strukturellen Faktoren abhängig sein, wie von der Umbewertung des Wechselkurses und von dem relativen wirtschaftlichen Zuwachs. Unsere aktuelle Schätzung zeigt, dass der Sterling trotz der aktuellen Abwertung ziemlich überbewertet wird. Der Wechselkurs dieses Paares müsste etwas sinken. Darüber hinaus glauben wir, dass die kommenden Daten zum australischen BIP-Zuwachs die australischen Märkte positiv überraschen werden, was wiederum den australischen Dollar positiv beeinflussen wird. Viele Marktteilnehmer machen sich immer noch große Sorgen, was China angeht. China wird das wirtschaftliche Rebalancierungsprogramm nicht mehr fortsetzen, sondern das Antikrisenmodell aus dem Jahr 2012 einführen, welches neue Investitionen in die Schwerindustrie und in die Infrastruktur vorsieht. Das wird wiederum die Ressourcen unterstützen, die Australien exportiert. Und das wird wiederum den australischen Dollar fördern. Im Falle eines Nicht-Austrittes könnte sich dieses Paar in den kommenden 12 Monaten etwas verringern. Andernfalls wird dieses Paar in den kommenden 12 Monaten sehr stark absteigen. Tim, ich bedanke mich für Ihren Beitrag. Liebe Zuschauer, am Freitag erscheint eine weitere Währungsprognose. Verpassen Sie diese nicht. Auf Wiedersehen.